Zeiger und führte die Kata Basedai. Basedai bedeutet so viel wie die Festungsstürme. Verbeugt Rey? Joi. Das Joi der Kata beginnt mit der geschlossenen Parallelfußstellung. Die linke Hand umschließt die rechte Faust. Die erste Technik ist ein Knietritt mit rechts. Dabei erfolgt gleichzeitig ein Empty mit dem rechten Arm. Man setzt diese Technik lang ab in die Kreuzfußstellung. Die Beine sind eng geschlossen nach vorne gerichtet. Mit dem Arm macht man einen U-Raken auf die Nase. Der linke Arm liegt zur Unterstützung am rechten Unterarm. Nun macht man einen Navate und setzt in den Uchi-Uke mit links. Die Hüfte ist dabei abgedrückt. Nun folgt ein Uchi-Uke im Stand. Jetzt kommt ein Mavate, die Blickwendung nicht vergessen, in den Soto-Uke, Jacke. Im Stand wieder ein Uchi-Uke. Denkt dran, die Hüfte muss dabei abgedreht. Der rechte Arm beschreibt nun einen Bogen, man dreht sich zur Seite. Der linke Arm geht ausgestreckt nach vorne, die Hand ist geöffnet. Nun setzt man mit dem rechten Bein nach vorne ins Henkotsudachi, Soto Uke. Im Stand wieder ein Uchi Uke. Nun zieht man das linke Bein ran, dass beide Füße parallel schulterbreit nach vorne zeigen. Stapeln auf der rechten Seite. Mit der linken Hand macht man nun einen Chuto Uchi nach vorne. Jetzt folgt ein Oizuki, ebenfalls im Stand. Bei dem folgenden Uchi-Uke dreht man die Füße auf Ballen und Fersen zur Seite in einen kleinen Zenkutsudachi. Beim Zurückdrehen macht man wieder ein Oizuki nach vorne. Nun dasselbe in die andere Richtung. Denkt dran, auf Ballen und Fersen drehen. Nun setzt das linke Bein ran, während man ausholt für Shuto-Uke. Man geht mit dem rechten Arm, rechten Bein vor in Kokutsudachi. Nun folgen zwei weitere Kokutsudachi Shuto-Uke nach vorn. Und ein weiterer rückwärts. Beim Umsetzen in Senkutsudachi beschreibt die rechte Hand unter dem linken Arm einen Bogen und geht im Greifblock wieder Richtung Körper. Nun folgt ein Knietritt zwischen den Armen durch und dann ein Yokogiri Kikomi. Dabei zieht man die Hände zur Seite ran. Hier erfolgt der erste Kampfschritt. Man zieht das Bein wieder ran und holt aus für einen Shuto-Uke, setzt nach hinten ab in Kokutsudachi. Nun ein weiterer Shuto-Uke Kokutsudachi nach vorne. Zieht man das rechte Bein zurück, die Arme treffen sich vor dem Körper, heben sich, auf Schulterhöhe drehen sie sich nach außen, die Fäuste schräg nach oben. Gleichzeitig mit dem Öffnen der Arme folgt nun ein Knietritt, den man in Kibadachi absetzt. Allerdings nicht gerade nach vorne, sondern schräg nach vorne. Die Arme schlagen beide Seiten. Mit einem Gleitschritt setzt man um ins Henkutsudachi Oizuki. Beim folgenden Block öffnen sich die Hände, einer in Aare-Uke, der andere nach hinten. Die hintere Hand zeigt mit der Handfläche Richtung Bein. Nun Wendung auf der Stelle, Marate. Der rechten Hand ein Yokite nach unten, die linke Hand zeigt mit der Handfläche zum Ohr. Man zieht das vordere Bein ran, die Arme kreuzen sich vor der Brust und öffnen sich. Die Schulterblätter ziehen sich hinten zusammen. Mit dem rechten Bein folgt jetzt ein Mikatsugigiri. Dabei holt man mit dem Arm aus für Gedan Barai. Absetzen und Kibadachi Gedan Barai. Mit dem Ausholen für die nächste Technik wendet sich der Blick. Dabei zeigt die linke Hand mit der Handfläche nach oben. Nun folgt ein weiterer Mikatsugigiri in die offene Hand.
Absätzen im Kiwadachi sagt man ein Empty in die offene Hand. Gut, folgt dreimal ein Gedanbarei. Rechts, links, rechts. Alle im Stand. Die andere Hand hält mit der Faust Unterstützung unter dem Ellbogengelenk. Beim Umsetzen in Tenkutsudachi stapelt man auf der linken Seite. Die linke Faust ist unten. Nun folgt ein doppelter Marashi-Tsugi nach vorne. Die obere Hand trifft die Nase, während die untere Hand Richtung Solarplexus geht. Dabei ist man leicht vorgelegt. Man zieht das vordere Bein zurück, stapelt auf der rechten Seite. Nach einem Knietritt setzt man ab in die gleiche Stellung wie vorher. Und dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Vorderes Bein zurückziehen, stapeln, Knietritt, absetzen, Doppelarmschlag. Nun öffnet man die Arme, dreht sie und in einer großen Wendung setzt man ab in Uchi-Uke, Tenkutsudachi. Der Uchi-Uke geht dabei schräg nach hinten. Der Blick folgt dem Arm. Die Arme gehen wieder lang, holen aus Uchi-Uke in die andere Richtung. Die Füße drehen sich. Der Blick wendet sich schräg nach vorne. Man holt aus, setzt dran und geht vor mit Kokutsudachi Shuki-Uke. Nun wendet sich der Blick in die andere Richtung schräg nach vorne. Arm und Bein beschreiben einen Halbkreis schräg nach hinten, sodass sie in die andere Richtung zeigen, wieder Blick. Man setzt ran, holt aus und den letzten Shuki-Uke Kokutsudachi. Hier ist der zweite Kampfschritt. Nun ist die Kata beendet. Wir lösen auf und jawl. Verbeugen rechts.